Botox und Hyaluron sind grundsätzlich zwei verschiedene Präparate. Botox wirkt präventiv gegen Falten vor, wo Falten entstehen würden durch Muskelzug, und Hyaluronsäure wirkt einem Volumendefizit vor. Also die typischen Einsatzgebiete von Botox sind im Bereich der Zornesfalte, im Bereich der Stirn und im Bereich der Krähenfüße. Natürlich kann man mit Botox auch viel mehr machen im Bereich der Halsgegend oder im Bereich der Mundwinkeln und so weiter. Mit Hyaluronsäure arbeitet man in Bereichen, wo es zu einem Volumendefizit gekommen ist, zum Beispiel wenn man die Wangen schön anheben möchte oder im Bereich der Kinnkontur oder der Lippen oder des Nasenrückens. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen im Gesicht und das Gesicht sozusagen komplett zu erfrischen, kommt am häufigsten die Kombination dieser beiden Präparate zur Geltung, so dass man mehrere Nuancen in verschiedenen Bereichen des Gesichtes verändert und damit den Patienten deutlich frischer erscheinen lässt.